It's an important instrument because the old one was constructed by Johann Heinrich Harras, a Thuringian instrument maker. And as we do know that Bach preferred the regional instruments and not the French or Italian harpsichords, it is possible that he asked his friend Harras to construct two harpsichords for him. All the instruments of that time has two manuals, so two keyboards, and three stops to change the sound. And I want to present you the lute stop, because Bach loved the lute stop so much that he asked a friend to construct two lute pianos for him. So two harpsichords just with the lute stop, and he also has a lute itself. So let's erleben Sie noch unser Konzert Cembalo. Es handelt sich um einen historischen Nachbau des Instruments aus dem Schloss in Sondershausen, das dort allerdings leider hinter Glas steht. Man kann es dort leider nicht mehr anhören, sondern nur noch ansehen. Und deshalb hat sich das Museum zu diesem Nachbau entschlossen. Unser Instrument besitzt drei Register, mit denen man den Klang verändern kann. Ich möchte Ihnen den sogenannten Lautenzug vorführen, der den Klang einer Laute, also eines barocken Zupfinstrumentes, imitiert. Wir wissen, dass Bach auch eine Laute besaß, aber es ist uns nicht bekannt, ob er diese auch spielte. Und um seine zum Teil sehr anspruchsvollen Lautenwerke zu spielen, verwendete er wohl den Lautenzug am Cembalo. Diesen Lautenzug erkennen Sie hoffentlich gleich wieder im Trio des Menuets aus der dritten französischen Suite. Menuet of the third French suite, and in the middle you hopefully recognize the lute with the lute stop.